entschuldige ihn. Er ist nämlich noch neu im Job, weißt du? Ich bin Gouverneurin Mali. Gouverneurin Elaine Mali. Also, ich hab dir das Idol gegeben, wie? Entspann dich mal, Guybrush Threepwood. Ich weiß, warum du hier bist. Glaube mir, du bist nicht der Erste, der es versucht, mir unter den Rock zu quälen, das Idol zu holen, obwohl ich sagen muss, dass bisher keiner so weit gekommen ist. Mein Speer hat mir von deiner Ankunft berichtet. Ich wollte dich treffen, seit ich deinen faszinierenden Namen gehört habe. Sag mir, Guybrush, warum willst du ein Pirat werden? Du siehst nicht wie einer aus, du zarter Bub. Dein Gesicht ist nämlich viel zu süß. Ich verstehe. Naja, offensichtlich bist du nicht in Stimmung für eine kleine Plauderei. Naja, bitteschön, ich nehme an, du hast viel zu viele aufregende Dinge zu tun. Ich werde dir keine Zeit mehr stehlen, Mr. Threepwood. Geh ich ihm hier. Wenn ich doch nur mit Frauen reden könnte. Ja, aber das macht nichts, denn wir haben ja das sagenhafte Idol. Ist es nicht schön? Wohin willst du denn damit, Threewalk? Ich will das Idol ins Bankschließfach bringen. Es ist noch nicht zu spät, um Freunde zu werden. Entschuldigen Sie, Mr. Scheintop, Sie stehen im Weg. Zisch ab, Fester, aber ich will das Idol ins Bankschließfach bringen. Dort ist es nämlich sicher. Oh, wirklich? Das einzige Bankschließfach, zu dem du gehen wirst, liegt 3 Meter unter der Erde. Gib mir dein Schwert. Oha. Oha. Das ist das Ende, du kleiner, nichtsnutziger Niemand. Die Tage, in denen du Ärger auf Mealy Island Trademark gemacht hast, sind vorbei. Meine Pläne für die Gouverneurin sind viel zu wichtig und viel zu weit fortgeschritten, um einen möchtegern Piraten wie dich im Wege zu haben. Leb wohl, Mr. Spicecake oder Droopface oder wie immer dieser blöde Name auch war. Im Nachhinein betrachtet könnte das doch ein ganz guter Tag werden, ja. So, gehe ich mal kacken. So. Wir sind jetzt unter Wasser und eigentlich könnte ich jetzt natürlich zeigen, die einzige Stelle, in der man in Monkey Island sterben kann, das ist nämlich hier, indem man einfach länger als 5 Minuten unter Wasser bleibt, aber dann müsste ich 5 Minuten hier rumquatschen und ihr würdet euch vor dem Let's Play langweilen. Wenn ihr das wirklich sehen wollt, dann schreibt es doch kurz in die Comments, ich speichere hier auf jeden Fall mal ab. Speichern, Gronky Island, zack, okay, also ich speichere hier mal ab. Und wenn ihr den toten Guybrush sehen wollt an dieser Stelle, so zwischendurch mal, dann sagt einfach Bescheid. Dann stelle ich mich für euch auch gerne 5 Minuten hier unter Wasser und plaudere euch die ganze Zeit zu, so wie ich es jetzt gerade tue, ohne Punkt und Komma, ohne irgendwas Bestimmtes zu sagen, indem ich einfach nur rede und rede und rede, ohne viel darüber nachzudenken und vielleicht im Hintergrund ein bisschen die leckeren Fischlein zu betrachten. Hier gibt es zum Beispiel diese dunkelblauen, die auch ein bisschen lila aussehen. Oder hier diese zyanartigen, das ist so ein helles Blau quasi. Man könnte natürlich auch Patrick hier unten erkennen, das ist der rosa Seestern. Hallo SpongeBob. Aber SpongeBob sehen wir hier nicht, stattdessen aber dieses wertvolle Idol. Und jetzt haben wir auch genug gequatscht. Wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt, dann sagt es einfach in den Comments. Wir nehmen das wertvolle Idol und gehen einfach ganz beleidigt. Ich glaube, ich brauche ein Schwert. Ja, wir nehmen noch schnell das Schwert hier. Das sollte nämlich ausreichen. Und gehen die Leiter hoch. Nun, das war ja gar nicht so schwer. Nun muss ich lediglich das dumme Idol zu den Piraten bringen und, du lebst! Gouverneurin! Hey, du kannst ja reden, Kleiner! Wer hätte das gedacht? Und, was tun Sie hier? Wollen Sie die Arbeit beenden? Nein, ich kam hierher, um dein Leben zu retten, du! Fester handelte gegen meinen Befehl, als er dich
wieder reingeworfen hat. Sind Sie gekommen, um mich zu retten? Ich dachte, Sie mögen mich gar nicht. Nun, unser erstes Zusammentreffen war etwas seltsam. Du schienst Schwierigkeiten zu haben, ganze Sätze zu formulieren. Aber das haben die meisten meiner Bürger. Aber ich bin ja gar keiner Ihrer Bürger. Ich bin nur ein Niemand, ein Herumtreiber, ein Möchtegern-Pirat. Wen hätte es gekümmert, wenn ich da unten ertrunken wäre? Wen? Es hätte mich gekümmert, Guybrush. Mich! Oh, Gouverneurin! Oh, Sreepwood! Oh, Elaine! Oh, Guybrush! Schnuckelchen! Zuckerkeks! Mäusezähnchen! Honighäschen! Küss mich! Nein, wir dürfen nicht! Was? Nicht hier, wo uns die anderen sehen können! Warum? Schämst du dich wegen meiner? Ist es das? Nein, nein, das ist es nicht. Es haben mir nur schon so viele Piraten Anträge gemacht. Und um keinen zu verletzen, habe ich ihnen immer gesagt, dass ich meinem Vater versprechen musste, mich niemals in einen Piraten zu verlieben. Wenn sie uns gemeinsam sehen, dann wissen sie, dass ich gelogen habe. Okay, gehen wir zu dir, Schnecke. Gern, klar, komm mit. Aber beende die drei Prüfungen vorher. Ich möchte, dass du mir dann deine volle Aufmerksamkeit widmest. Aber ich habe auf einmal dieses Verlangen, die drei Prüfungen zu beenden. Zacki, zacki. Und zwar schleunigst. Ach, was war das romantisch. Da geht mir das Herz und die Hose auf. So, was haben wir denn? T-Shirt haben wir. Wir haben das wertvolle Idol. Inzwischen sieht es wie ein wertloser Türstopper aus. Was brauchen wir denn noch? Wir haben das T-Shirt. Ach, den Schatz müssen wir noch finden. Haben wir denn die Schatzkarte? Die haben wir noch gekauft, ne? Schau an, Karte. Der Kerl hat mich reingelegt. Das ist gar keine Karte. Das sieht aus wie hier Tanzschritte. Detlef die Soos tanzt den Affen. Hinten 2, 3, 4, links 2, 3, 4, rechts 2, 3, 4, links 2, 3, 4, rechts 2, 3, 4, hinten 2, 3, 4. Ja, rechts 2, 3, 4, links 2, 3, 4, hinten, tscha, 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 aha. So, dann gehen wir mal die Tanzschritte ab. La, 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 la. Schnuckelhasi, Honigtöpfchen. So, ab zur Karte. Gehe zu Pfad. Och, ist das Pfad heute. Und da schlagen wir uns mal wieder in die Gabelung hinein. So, Karte anschauen. Hinten, links, rechts. Also, gehen wir mal nach hinten. Moment, konnte man hier nicht? Nein, ich erinnere mich, es gab hier noch ein Gimmick. Also, hinten. Da gibt es wieder Blumen. Dann nach links. Da gibt es einen Lagerplatz. Sieht wie ein alter, verlassener Lagerplatz aus. Na sowas. Und dann rechts. Schau an, Pflanze und Baumstumpf. Wenn du mich fragst, ein gewöhnlicher Baumstumpf mit einer der roten Blumen, die es hier überall gibt. Mal sieht's da uns, mal duzt's da uns, der weiß auch nicht so recht. So, und dann links, rechts, hinten. Links. Dann rechts. Ein Baumstumpf. Hey, das sieht wie ein Loch aus. Könnte das vielleicht ein Tunnel sein, der in die großen Katakomben führt? Ich könnte mich mal durchquetschen. Bitte Disk 22 einlegen und eine Taste drücken. Und jetzt Disk 36 einlegen und eine Taste drücken. Na gut, dann eben Disk 114 einlegen und eine Taste drücken. So ein Pech, ich glaube, da geht's doch nicht runter. Den Teil des Spiels haben die wohl noch nicht programmiert. Die faulen Säcke. Dazu muss man wissen,
Früher wurden Spiele nicht auf DVDs oder auf CDs ausgeliefert, sondern auf Disketten. Das waren entweder schlabberige 5,25 Zoll Disketten, die waren wirklich groß und schlabberig, oder halt kleine 3,5 Zoll Disketten, die kennen die meisten von euch wahrscheinlich noch. Die gibt es auch heute noch. Und Monkey Island kam so auf, ich weiß es gar nicht mehr, 8 Disketten oder so. Da musste man immer Disketten wechseln bei den Szenen und dann stand da mal, bitte jetzt Diskette 2 einlegen, 3 einlegen, was weiß ich. So war es eben damals, als man Computer noch mit Holzkohle betrieben hat. Ja. Und als das hier noch moderne Grafik war. So, wir schauen nochmal auf die Karte. Rechts, links, hinten. Jetzt also nochmal nach rechts. Jetzt nach links. Und jetzt nach hinten. Sieht bis jetzt ganz gut aus.